Alle Wege müsst ihr gemeinsam gehen mit eurem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihn niemals ausschalten aus euren Gedanken und immer nur seiner unendlichen Liebe gedenken, die er mit seinem Kreuzestod für euch bewiesen hat. Dann geht ihr mit Sicherheit den Weg zur Höhe, selbst wenn er euch beschwerlich erscheint. Denn dann geht er neben euch, und seine Gegenwart hindert jeden Feldtritt und jedes Abweichen vom rechten Weg. Und dann werdet ihr auch stets seinen Anweisungen Folge leisten, denn ihr werdet hören, was er euch sagt, oder es im Gefühl haben, was er von euch verlangt, so wie ihr euch innig ihm anschließt, der euch erlöst hat von Sünde und Tod, so wie euer Blick ständig auf ihn gerichtet ist, der sein göttliches Liebeleben auf Erden beschlossen hat, mit bitterstem Leiden und Sterben am Kreuz, gehört ihr selbst zu denen, für die er sein Blut vergossen hat, und es sichert euch dies Vergebung eurer Sünden, die Freiwerdung von aller Schuld und den Eingang zum ewigen Leben. Euch Menschen auf Erden ist es noch nicht bewusst, was dieses Erlösungswerk bedeutet, aber ihr nehmt teil daran, was er für euch erwarb, wenn ihr nur ihn anerkennt und euch nun gänzlich ihm hingebt, wenn ihr an ihn glaubt und also auch seine Gebote haltet, den Wegweiser zu ihm und zum ewigen Leben. Aber ein Erdeleben ohne Jesus Christus ist ein vergebliches Dasein. Es ist ein Weg, den ihr allein geht und der ewig nicht zum Ziel führt. Und davor sollt ihr gewarnt werden, die ihr doch einen unendlichen Segen ziehen könnt aus einem rechten Erdelebenswandel, einem Wandel mit ihm. Ein Mensch ist über die Erde gegangen, in dem Gott selbst Aufenthalt nahm. Ein Mensch, der sich selbst vergöttlicht hat durch die Liebe und der ewigen Gottheit zur Hülle wurde, die das Kreuz Christi euch stellen und vor allem Welt beweisen, dass ihr ihm anhangt, dass nichts imstande ist, euch von ihm zu lösen. Ihr sollt seinen geheiligten Namen aussprechen in aller Innigkeit und ihm alle eure Sünden, eure Nöte und Leiden zu Füßen legen, dass er sie von euch nehme, dass er eure Schuld tilge und ihr frei werdet davon. Und Jesus Christus wird euch eure Ergebenheit lohnen, er wird nimmer von euch weichen, er wird euch die Kreuzeslast abnehmen oder sie euch tragen helfen, er wird seine heilende Hand legen auf eure Wunden, und sein Gnadenstrom wird übergeleitet werden auf eure geschwächten Seelen und Körper. Er wird euch heilen, geistig und irdisch, denn er hat alle Gebrechen auf sich genommen und sie gesühnt für den, der da glaubt. Und seine Verheißung erfüllt sich wahrlich, dass ihr den Tod nicht schmecken werdet, wenn er euch ruft zu sich in sein Reich. Aber er wird euch auch seine Macht und Herrlichkeit beweisen, solange ihr noch auf Erden weilt, denn er will sich euch offenbaren, aber er kann dies nur, wenn eure Glaube stark und unerschütterlich ist. Geht mit Jesus Christus euren Erdenweg und wisst, dass ihr dann recht geht und ihr keine Gefahr mehr zu fürchten braucht, ob geistig oder irdisch, denn dieser Weg ist von Lichtwesen begrenzt, die es nicht dulden, dass ihr gefährdet werdet, die alle euch helfen, im Willen Gottes, des Heilands Jesus Christus, und euch auch helfen können, weil ihr euch ihm hingegeben habt und für ihn und seinen Namen eintretet, auch vor der Welt. Jesus Christus ist der Retter und Erlöser der Menschheit. Er vollbrachte das Erlösungswerk für euch alle.
Aber nur, die ihn anerkennen, können in den Segen des Erlösungswerkes gelangen. Und darum sollt ihr euch ihm hingeben, im Glauben und in der Liebe. Ihr sollt euch ihm und seine Gnade empfehlen, und er wird euch sicher geleiten zum Ziel. Amen.